Ja, da beginnt die Schule. Und natürlich auch mit Yandere Simulatore. Wer ist sie denn da hinten? Die kenne ich ja gar nicht. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe das Spiel schon ein bisschen länger nicht gespielt und ich bin echt gespannt, was es hier so alles gibt, okay? Die ganzen Items liegen hier halt immer noch wie vorher. Und was mich gerade so ein bisschen interessiert, in der Option. Oh, hier gibt es ja nicht mehr Option, das ist ja so eine Demo. Das ist übrigens die Version vom 4. April. Hat sich überhaupt was verändert? Ich weiß es gar nicht mehr. Bestimmt total viel, ne? Alter Schwede. Okay, das ist, glaube ich, eine Sportlehrerin oder sowas. Was kann ich mit der machen? Würde mich mal interessieren. Das wird mich mal gewaltig hier interessieren. Meine Güte, da hinten ist Senpai, okay? Wow, die Bilder kenne ich ja gar nicht. Seit wann gibt's denn diese Bilder? Hier hat sich ja mega viel getan. Heftig. Join the Science Club, alter Schwede, der Entwickler ist ja mal Hammer. Der hat sich hier bestimmt vieles einfallen lassen. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, Freunde. Boah, ich bin gerade echt überrascht. Sorry, Leute. Interessant auf jeden Fall. Und die Musik ist auch ein bisschen anders, oder? Ja gut, ihr hört jetzt sowieso eine andere Musik. Aber jetzt hier während der Aufnahme, die ist auf jeden Fall anders als jetzt vor 2 Monaten oder sowas. Meine Güte, das hat sich hier krass geändert. Und was ist das für ein Gebäude? Hä? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. War nicht... Ach so, ja klar, hier kann man sich umziehen und so, ne? Das war doch hier... Der Wäscheraum. Die Umkleidekabine, genau, da hinten kann man sich waschen. Wenn wir denn wollen. Alter, hier hat sich richtig viel geändert. Und es hat sich auch sehr viel hier im Spiel gewandelt. Was auch die Grafik unter anderem angeht. Ja gut, so viel ist das jetzt auch wieder nicht. Aber ich finde, es hat irgendwie eine bessere Grafik. Und was macht sie hier? Hallo? Boah, so eine Frisur will ich nicht haben. Schaut euch die mal an. Moment. Zeige euch die mal ein bisschen näher. Und die hat noch so ein Armband, was das auch wohl heißen soll. Krass. Nee, so will ich niemals aussehen. So will ich nicht aussehen. Das ist schon merkwürdig hier. Alter Schwede. Da hinten ist noch der schöne Baum. Und da müsste auch der verschwundene BH liegen. Ja, das weiß ich auch noch. Ja, hier hat sich auf jeden Fall viel getan. Wer ist hier? die sehen so aus, als ob es so ein kleines Mini-Ghetto ist. Also die schlagen doch andere definitiv weg, oder? Steht hier. Hier steht die Zeit, was das auch bedeuten soll. 72, keine Ahnung, Sekunden. Oh, hier kann man auf jeden Fall etwas entsorgen. Das ist schön. Hey, hier gibt es sogar Frauen von denen. Alter Schwede, das müsst ihr mal unbedingt in die Kommentare schreiben. Ja, in der Episode möchte ich zumindest alles Mögliche hier begutachten. Oh, hier kann man bestimmt auch Leichen verstecken, oder? Geht das? Das müsste doch gehen. Das müsste eigentlich gehen. Finde ich witzig. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. So, hoch mit dir. Ich möchte hoch. Meine Güte. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Frau hier ursprünglich auch schon hier war. Moment. Die jetzt hier gerade stand. Komm, wir reden mal kurz. Hallo. Information. Join. Ich will join. Aha. Interessant. Gartenclub. Was soll mir das denn alles bringen? Ich würde dich mal gerne wissen. Was bringen mir denn diese ganzen Gärten? Ja, ich weiß nicht, was alles noch neu ist hier. Also ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Hier gibt es bestimmt einiges, was ich nicht kenne. Und auch die Türen unter anderem, hatten die auch schon dieselbe Farbe? Ich weiß es gar nicht. Also der Entwickler gibt sich ja natürlich viel Mühe. Finde es halt auch immer wieder voll interessant, was der Entwickler so an Ideen hat. Ja, ihr kennt die bestimmt auch noch. Die kennt ihr ja sehr, sehr gut von den ersten Episoden. Ja, und sie ist doch die eine, die auch ihr BH verloren hat. Oh, yeah! Mega cool. Schaut euch das Bild mal an. Richtig geil. Safe. Haben wir gerade gespeichert. Ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. So, Tür auf. Hier gibt es viel. So, bla bla bla, Office Room. Da ist die blöde Lehrerin oder wer das nochmal war. Cool, ein Computerzimmer. Was ist hier? Answer Sheet. Shit, wollte ich gerade sagen. Sheet, ist klar. Blablabla. Ja, schreibt auch gerne eure
Kommentare in die Meinung, beziehungsweise eure Meinung in die Kommentare, damit ich das irgendwie umsetzen kann, was ich machen kann. Und das auch am besten so ein bisschen ausführlicher, weil ich werde die dann 1:1 versuchen zu befolgen, indem ich das dann auch hier ins Video einblende, wenn es natürlich klappt. Ich werde das, glaube ich, auch so machen. Ich glaube, das ist sowieso ein reines Community-Projekt jetzt hier. Schreibt auf jeden Fall das, was ich machen soll. Und ich schreibe das dann auch in die Kommentare. Ich würde das dann auch versuchen umzusetzen. Also, was ich tun soll, einfach in die Kommentare. Und das werde ich dann versuchen, sukzessiv wirklich so abzuarbeiten. Finde ich auf jeden Fall cool. Wie gesagt, also hier hat sich bestimmt einiges geändert. So, und jetzt, da es wieder mit Yandere Simulatore weitergeht, brauche ich lediglich eure Meinung, eure Tipps. Und dann starten wir so richtig wieder durch, denke ich einfach mal. Dann starten wir wieder richtig durch. Wie gesagt, ein bisschen ausführlich. Und auch zum Beispiel, was das Skillsystem und so angeht, das sollte auch auf jeden Fall besser sein. Also da auch am besten Tipps geben, wie ich das am besten machen kann. Hier, übrigens, was ich auch empfehlen kann, ich habe... Aha. Die kennen wir doch. Die Geschichte ist interessant. Die Geschichte ist extrem interessant. Ja, Leute. Da habe ich auch schon ein Video gemacht darüber. Das Geheimnis der Kassetten. Richtig übel. Oh, den Raum kenne ich gar nicht. Mega gut. Den Raum kenne ich gar nicht. Was gibt's denn hier? Auch nichts Besonderes, glaube ich. Glaube ich. Art Club. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Ja, der Entwickler ist schon... Das ist echt ein fleißiger Kerl, muss ich zugeben. Ich will nicht wissen, wie viele Anfragen der bekommt an Verbesserungen, Tipps, Vorschläge und so weiter und so fort. Also Hut ab wirklich für ihn. Das ist schon nicht mehr feierlich. Wie gesagt, schreibt auf jeden Fall eure Meinung. Ich... You are going to have a bad time. Was? Infoclub. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Hä? Wer ist das denn? Okay. Ich verabschiede mich jetzt hier. Hier wird's noch richtig abgehen. Alter Schwede. Bis dahin. Und schreibt, was man machen kann. Schreibt, was ich machen kann. Also am besten wirklich ausführlich, wenn es geht. Und in diesem Sinne, lasst gerne eine Bewertung da. Und bis zur nächsten Folge.